Fendi, ihr könnt uns gerne anschließen. Wir werden sowieso die nächsten Tage miteinander reisen. Und wenn ihr nun jetzt schon euch anschließen mögt, dann sei es so. So haben wir nur umso mehr Zeit, voneinander zu lernen und uns kennenzulernen. Dem ist so. Ich möchte euch bereits, bevor ihr mit den Maftis sprecht, über den Tagesablauf in dieser Karawane berichten. Wir werden früh aufstehen und spät zu Bett gehen. Habt ihr das schon so etwas wie einen erratischen Schlafzyklus aufgebaut? Ein bitte was? Einen erratischen Schlafzyklus. Eventuell kennt ihr es von euren Meeren, wenn ihr auf einem Schiff gesegelt seid. Ich weiß nicht, was ihr mit erratisch meint, aber dies bedeutet rätselhaft, nicht wahr? Effendi, wir werden 2 Stunden vor Sonnenaufgang aufstehen. Wir werden rasch frühstücken und das Lager abbauen, bevor die Sonne aufgestanden ist. Und wir werden beten. Ihr könnt uns gerne anschließen. Ich glaube, ihr seid sowieso der Sonne zugeschrieben. Das ist richtig. Preis ist die Härte der Sonnenscheibe. Aber erklärt mir noch einmal, was erratisch bei euch bedeutet und ob ihr es in einem anderen Zusammenhang versteht. Nun, der generische Aventurier wird morgens zur, sagen wir, 7. Stunde aufstehen, arbeiten und sich dann des Abends wieder hinlegen. Wir werden sehr früh vor der Sonne aufstehen, wir werden reisen, solange es noch nicht zu warm ist, und zur Mittagssonne, nachdem wir marschiert sind, werden wir uns ein weiteres Lager aufbauen. Wir werden Schatten suchen oder schaffen. Und das Ganze mit einer langen Mahlzeit überbrücken. 4 Stunden. Ihr könnt rasten, schlafen, essen. Und nach 4 Stunden werden wir weiterreisen. Das klingt doch annehmbar. Es ist für viele, die das erste Mal in diesen Tageszyklus eintauchen, sehr schwierig. Nun, ich denke, mit Preishilfe werden wir auch diese Schwierigkeit überwinden. So rasch du da will. So Preis will, gewiss. Und Ihr vielleicht müsst sind die immer das Mutter auch letzte noch Wort haben. Nebel, auf das die Sonne uns nicht so quälen möge. Was sagt ihr, Nebel? Nebel. Was Vielleicht denn. ist Nebel? Ihr werdet es sehen. Also gut, wir haben Tiere. Habt ihr Sklaven dabei? Ich schaue mich mal um. Das sieht nicht so aus, nein. Also, wir führen keine Sklaven mit uns. Also, ich bin der Einzige, der immer die ganzen Sachen tragen muss, wenn ihr das fragen wolltet. Ihr seid kein Sklave, ihr seid ein freier Mann. Rogel. Trotzdem muss ich immer alles tragen. Nun, ihr tut das freiwillig. Ach so. Also ich gut. bin kein Sklave, ich trage nur die Sachen freiwillig. Dann schließt euch uns an. Setzt euch zu uns und trinkt einen Tee. Gibt es irgendetwas, was man vermeiden sollte unter diesen Maselis? Eine Nun, Geste, ein Wort? ich denke wenig. Sie sind guter Stimmung, da sie in Richtung Keft unterwegs sind. Aber solltet ihr etwas Falsches sagen, so werde ich euch noch einmal darauf hinweisen. Dann ist es zwar zu spät, aber wie gesagt, sie haben gute Laune. Vielleicht solltet ihr Rashtula nicht als falschen und eure Götter als wahre Götter darstellen. Das wäre ein Anfang. Ja, nun gut, ich werde mich versuchen zu mäßigen. Habt ihr vielleicht etwas trockenes Stroh für mich? Dort hinten, bedient euch. Ich bastel mir einen Sonnenhut. Wollt ihr auch einen Sonnenhut? Benötigen wir nicht. Ach ja, benötigen wir besondere Kleidung in der Wüste. Ihr müsst euch vor der Gluthitze schützen. Helle und weite Gewänder sind vorteilhaft. Die Luft muss zirkulieren und kann den Körper kühlen. Für je weiter, desto besser. Wenn ihr etwas braucht, dann fragt gerne bei uns nach. Aber ich denke, dass eure Kleidung, ihr könntet den Gürtel einmal entfernen, recht gut ist. Keine Sorge, Prajodur, ich bastel dir einen Sonnenhut mit, dann hast du auch einen. Vielleicht sollten wir uns passende Kleidung für die Wüste besorgen.
bin nicht sicher, ob meine Gewandung in der Wüste tauglich ist. Worauf ihr verzichten solltet, ist Alkohol. Alkohol ist nicht gut. Kein Wein und auch kein Bremer Feuer oder Schnaps. Nun, ich denke, das werde ich hinbekommen. Aber ich keine Sorge, wir haben mehr als genug Tee dabei. Wir haben auch viel Tee. Also gut. Dann werden wir uns noch einmal einkleiden gehen und wir sehen uns heute Abend noch, fürchte ich. Fürchtet ihr? Fürchte ich. Mhm. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg die letzten paar Stunden in Fassa. Lasst euch nicht abstechen. Ich werde mir Mühe geben. Herr Rugel, wollt ihr mich begleiten? Dann schaffe ich das aber nicht mit dem Sonnenhut. Aber ja, ich komme gerne mit. Dann vielleicht bekommen wir auch so einen dieser weißen Hüte, die die haben. Ich weiß nicht, wie es heißt. Wir werden etwas bekommen. Wollt ihr mitkommen, Oma? Vogel, kein Hut. Ein Turbo. Das ist auf Dauer viel angenehmer in der Wüste. Wie auch immer ihr die Kleidung nennen wollt, wir brauchen auf jeden Fall welche für die Wüste. Nun, wollt ihr auch uns begleiten? Ich denke, dort vorne in diesem Bazar werden wir das finden. Also ich will nichts sagen, aber das ist schon ein Hut, also. Er trägt ihn ja auf dem Kopf, trägt man Hüte. Also da das ist nicht für einige von euch das erste Mal sein wird, der diese Reise antretet, würde ich euch wirklich empfehlen, nichts weiteres als einen Turban und einen Kaftan zu tragen. Es würde für Leute, die dieses Klima nicht gewohnt sind, sehr warm. Und dann wollt ihr keine anderes zusätzliches Paar Kleidung um euren Körper haben. Was ist denn das jetzt, was sie da immer huten? Was eigentlich ein Hut ist, was sie aber immer anders nennen. Was ist das denn für ein Hut? Ja, Turban. Diese Wickeldinger, die einige von den Fasara getragen haben. Das habe ich mir eh schon gefragt. Ist das. Wie. Also, muss ich das nur in meinem Kopf wickeln oder wie geht das? Das ist ein Tuch. Im Grunde. Welches auf die eine bestimmte Art um den Kopf gewickelt wird und dann solch eine Form hält. Muss ja aber ein langes Tuch sein, der sieht aber ganz schön groß aus da bei dem Herrn da vorne. Ist das. Und je nachdem, wie du die in dir umschnallst, erfüllt er einen anderen Zweck. Wenn wir durch die Wüste gehen, solltest du ihn dir auch ums Gesicht wickeln, um so nur eine Partie für deine Augen freilassen, sodass du nicht von den heißen Wüsten auch noch den Sand ins Gesicht weht bekommst. Oh, könnt ihr mir das gleich zeigen? Ich weiß nicht, wie das geht. Das klingt sehr... Ja, es hat doch bestimmt eine Technik, oder nicht? Aber natürlich. Und ich zeige sie dir gerne. Wunderbar. Ich trage zwar selbst keinen Turban, aber so habe ich doch einige wickeln müssen. Und in der Wüste werde ich mir auch einen umziehen. Könntet uns vor allem den Gefallen tun und uns die Sprache, die hier gesprochen wird, noch einmal etwas näher bringen. Ich für meinen Teil beherrsche lediglich, ich nenne es mal, Floskeln. Ich kann mir Satzbausteine merken, aber die Sprache selbst spreche ich nicht. Auch das können wir sicher bei der einen oder anderen Kanne Tee angehen. Ja, also ich verstehe auch nicht viel, aber Efendi scheint sehr wichtig zu sein. Das sagen sie oft. Efendi, ja. Fremder. Ach so. Es bedeutet Herr. Nun, ja. Ich dachte Efendi, na gut. Ein Efendi ist ein Priester des Wassergottes. Ich habe mir auch gefragt, warum sie denken, dass sie zum Wassergott gehören, aber ich dachte vielleicht, sie sehen ja hier oft nicht so viel Wasser, deswegen dachte ich vielleicht. Aber gut. Wollen wir unseren Turban kaufen gehen? Ich denke schon. Oh, ich hätte eine Bitte für die nächsten Reisen, die wir antreten. Wollt ihr einen Sonnenhut? Nein, aber könnten es vielleicht diesmal Gebiete sein, die nicht in die Extreme gehen? Weil der Raschstuhlswall, die Wüste Kom, die Wildermark. Vielleicht wäre es mal interessant, eine ruhigere Gegend zu finden. Albernia soll schön sein um diese Jahreszeit. Selbst das Orkland soll schön sein. Das sind aber die ganzen Orks, habe ich gehört. Daher der Name.
so lange in ruhigen Gegenden sind, dann gehen wir irgendwann aus die Geschichten, die ich erzählen kann. Dann muss ich Geschichten 2 oder 3 Mal erzählen. Ah, nein. Die Götter wissen schon, was sie tun. Sie fühlen uns steht auf den rechten Weg. Freio, du und ich können euch sicherlich im wahren Glauben unterweisen. Falls euch das. Was die Götter mit uns vorhaben, wissen wir nicht. Wir sind nur ihre Diener. Ja, zu diesem Diener wird ziemlich warm. Können wir jetzt endlich diesen Turban kaufen gehen? Turban. Hab ich das nicht? Ja. Du hast Turban gesagt. Egal, ich kaufe hier einfach dort vorne etwas. Danke. Ja, ihr könnt hier noch ein bisschen Geld ausgeben für die rechte Kleidung, die ihr euch dann auch gerne, ja, wo ihr gerne beraten werdet. Die Dovadis, die hier im äußeren Teil leben und nicht ganz an der Armutsgrenze leben, sondern viel eben durch den Wüstenhandel an Gold gekommen sind, würden dann auch eben mit euch als Reisenden, gerade wenn ihr dann auch sagt, dass ihr in die Koben aufbrechen wollt, mit ein paar Marftlis gute Preise machen, so dass ihr dann vor allem sehr helle Kleidung bekommt, die sehr weit und offen ist, und Turbane, die dann für euch gewickelt werden, beziehungsweise mit der Hilfe von Omar dann gewickelt werden können. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Hinweis aufschnappen, was man in der Wüste tun lassen sollte, vielleicht. Bei den Händlern, die verkaufen wohl etwas an Abenteurer und Durchreisende, vermute ich. Ja, doch, das ein oder andere Mal. Also da könnt ihr auch ein paar Tipps mit auf den Weg bekommen. Das mit dem Alkohol habt ihr schon gehört. Die Kleidung, selbstverständlich Getränke werden vor allem warm zu sich genommen. Kaltes Wasser, das verstärkt nur das Schwitzen und macht überhaupt keinen Sinn. Ihr solltet euch auch nicht wirklich waschen. Ihr könnt euch jetzt das letzte Mal in einem großen Zuber pflegen, aber in der Wüste wird keine Körperhygiene oder keine weitere Körperhygiene betrieben, die dann Wasser erfordert. Das ist ein großer Frevel, sich ausgiebig zu waschen. Das kann man davor und danach machen, aber nicht in der Wüste. Gibt es irgendwelche Salben, die man vielleicht auftragen kann, um seine Haut, die nicht bedeckt ist, zu schützen? Also man wird dir eine weiße Creme noch anbieten für teures Geld, also eine Dukate für so einen Salbentiegel, damit kann man sich beschmieren. Gerade wenn du so eine helle mittelländische Haut hast, dann soll das wohl helfen. Ob du das machen musst... Ich würde erstmal gucken, wo ich es kaufe. Ja, also er macht auch diesen Salbentiegel einmal auf. Es riecht halt cremig, es ist eine komplett weiße Creme und... Er würde dir dann tatsächlich auch so ein bisschen was auf die Nase dick auftragen, sodass du dann einfach mal dieses kühlende Gefühl auf deiner Nasenspitze hättest. Ihr müsst euch damit eincremen, Effendi, sonst verbrennt ihr euch. Eure Haut ist dafür nicht ausgelegt. Euer Stuhl wird euch strafen. Was sind die Bestandteile dieser Salbe? Das ist ein Familienrezept, Effendi. Ich verstehe. Es ist tierisch, ein Tierprodukt. Was wollt ihr dafür haben? Eine Dukate. Ach, nun gut. Das scheint ein angemessener Preis zu sein für euer Familiengeheimnis. Selbstverständlich. Ich schüttel nur mit dem Kopf. Bayodur geht hier vom Händler zu Händler, ohne einmal gehandelt zu haben. Ich tu sowas nicht. Ich kaufe einfach und wenn ich es leisten kann, kaufe ich es aber nicht, dann nicht. Ja. Also Omar, du weißt, für ein Silber hätte man das auch bekommen. Zumindest wenn man gut handeln kann. Also du hättest es bekommen für ein Silber. Er ist mittelreich, also er kann gut handeln, wie er will. Da wird er dann 5 Silber oder sowas bezahlen dürfen. Aber handeln ist auf alle Fälle sehr höflich. Deswegen sind die Preise auch dann höher angesetzt. Die Mittelreicher verstehen das mit den Handeln nicht. Nur um irgendwas zu bekommen oder irgendwas zu verkaufen. Es ist auch eine Gelegenheit, einen anderen Menschen kennenzulernen und seine eigenen Kenntnisse zu verbessern oder etwas weiterzugeben. Genau das. Ja, noch irgendwelche Einkäufe, die ihr vor der Kom anstellen mögt. Ein Händler winkt euch einmal heran. Effendi, ihr könnt nicht ohne eine Dattel nach draußen gehen. Wenn ihr aufbrecht, ihr müsst bei mir eine Glücksdattel erwerben. Kommt ran.
Das scheint mir noch sehr zweifelhaft zu sein, dieser Brauch. Eine Glücksdattel? Wie soll das denn funktionieren? Ich würde lieber gerne einen ganzen Beutel haben. Wie soll ich eine Dattel mit mir führen, ohne die zu essen? Effendi, ihr könnt auch einen ganzen Beutel nehmen, ne? Nur aber ihr müsst mindestens eine kaufen, ja? Kauft eine Glücksdattel. Und Rastula wird euch mit Glück segnen. Ich nehme lieber einen ganzen Beutel und hoffe dann, dass Rastula mir einen ganzen Beutel voll Glück zukommen lässt. Bring er ihn einmal zu. Also gut, Effendi. Dann, hier, ein ganzer Beutel voll Datteln. 5 Silbertaler, bitte. Aber 5 Silber, Effendi. Wir sind doch auf dem besten Weg, Freunde zu werden. Wir sind bereits Freunde. Gib mir diesen Beutel für 1 Silber und ich kauf dir noch 2 weitere für meine Freunde für jeweils 2 Silber. Dann kriegst du insgesamt 5 Silber, aber ich habe 3 Beutel. Aber ihr Fendi, so werde ich ein armer Mann. Ihr könnt doch nicht dazu lassen, dass ich als armer Faisal, ja, ich bin schwach, ihr Fendi. Ja, seht mein Haupt da hier, es ist schon ganz licht. Ihr fässt mir die Haare vom Kopf. Guckt euch meinen Bart an, er ist ganz löcherig wegen euch. Dafür habe ich tatsächlich was. Ich habe, als ich in den südlichen Dschungeln unterwegs war, habe ich eine Sorte Pflanze gefunden, die man als Tee vorzüglich als Haarwuchsmittel nutzen kann. Ja, ich würde dir oben rauflegen, aber dann bin ich nicht mehr bereit, 5 Silber zu bezahlen. Sagen wir 3 Silber und eine Portion des Tees? So machen wir es, Effendi. Das ist ein guter Preis. Ihr könnt handeln. Ihr könnt gut handeln. Ja, und so drückt euch dann Omar einen großen Beutel mit Datteln in die Hand. Was wollen wir mit diesen Datteln? Schmecken sie? Sie sind... Ob sie schmecken? Ihr habt noch nie Datteln probiert. Nehmt eine, schließt die Augen und steckt sie euch in den Mund. Schmeckt trocken, ein wenig fruchtig, so wie eine Pflaume. Etwas in der Art. Nicht ganz so süß, aber... Ich weiß nicht, ob ich dafür 5 Silberteile bezahlen würde. Ja, noch so ein paar Kerne, die dich im Mund so ein bisschen stören. Sie sind sehr klein. Nicht so groß wie bei einem Apfel oder wie bei einer Pflaume, sondern so sehr klein. Du kannst sie auch zerbeißen. Ist ein bisschen störend. Ungewohnter Textur? Naja. Wozu, was macht man mit diesen Datteln außer Essen? Kann man die anders zubereiten noch? Ich würde eure Datteln jetzt noch nicht essen, aber natürlich kann man sie anders vorbereiten, aber sie sind sehr süß und geben viel Kraft in der Wüste, wenn einmal der Hungergefühl ereilt, aber die Oase noch weit weg ist, dann kann man einfach an einigen Datteln greifen und die halten sich auch. Nun, Süße will ich sie nicht nennen. Habt ihr schon einmal eine Pflaume gegessen oder einen Apfel? Das ist wahre Süße. Oh nein, aber ich hoffe. Ich habe zwar vorher noch nicht großartig von Pflaumen gehört, aber... Also wenn ihr möchtet, kann ich euch auch ein paar Datteln einkochen. Das müsste eigentlich gehen. Ich weiß nicht, ob wir da noch Zeit für haben, aber wenn ihr möchtet. Ich weiß nicht, haltet euch an Omar. Er kennt die Rezepte. Also es sieht so aus, als könnte man das einkochen. Ich bin kein Koch. Ich habe bisher noch nicht mit Datteln hantiert. Ich esse sie gerne und auch leidenschaftlich, aber... Also, wann reisen wir denn ab? Ayodur. Das weiß ich nicht. Ich vermute mal morgen früh. Ja, das schon gesagt. Heute Abend. Heute Abend. Gut. Ayodur, du kennst doch die Sonne besser als ich. Wie viel Zeit habe ich noch bis heute Abend? Ich schau mal auf den Sternenhimmel irgendwie. Und ich schätze, ein paar Stunden habt ihr noch. Ihr solltet eigentlich euch schlafen legen, wenn wir früher aufstehen müssen. Ja, also jetzt bin ich aber schon etwas interessiert. Ihr müsst wissen, ich bin ein... Meine Mutter hat immer gesagt, also mein Eingekochtes hat fast etwas Magisches. Nun, ich schätze, wir werden noch etwas Rast machen. Vielleicht könnt ihr
Nun ja, wenn ihr etwas extra Wasser mitnimmt und einen Topf, dann könnt ihr sicherlich etwas einkochen. Das sollte kein Problem sein. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde mich darum kümmern, wenn wir das erste Mal Rast machen. Habt ihr einen Topf? Ich hatte gehofft, ich kann mir irgendwo einleihen. Du solltest aber nicht zu viel Wasser dafür benutzen, nicht, dass unsere Begleiter es irgendwie als respektlos erachten würden und als Wasserverschwendung. Nun, eine Oase, wie gesagt, gibt es noch genügend Wasser, vermute ich. Ja, du hast gesagt, es ist sowas wie ein kleiner See. Oder so ist es, so ist es. Solltest du es einer Oase tun, dann wäre wohl genug Wasser da. So, du hast auch gesagt, wir laufen von Oase zu Oase, oder nicht? Ja, aber es kann teilweise Tage dauern, bis wir eine Oase erreichen. Nun, wir haben es ja nicht eilig mit dem Einkochen, oder? Also, wenn du sagst, dass die Datteln sich gut halten, dann nicht so unbedingt. So machen wir es. Wunderbar. War einer von euch schon mal in der Wüste? Also nein. Ich finde das hier auch schon ganz schön warm, wenn ich ehrlich bin. In der Tat. So einige Male. Ist es da die ganze Nacht auch so warm? Weil das ist ja ganz schlimm. Da kann ich bestimmt nicht schlafen. Oh, nein. In der Nacht wirst du dich an die... wirst du die Wärme des Abends zurückwünschen. Es ist außerordentlich kalt. Ihr solltet euch gut einpacken in der Nacht. Also, es ist sehr warm am Tag. Und dann ist es sehr kalt in der Nacht. Das klingt ja nicht schön. Warum wohnt ihr hier? Oh, ich wohne nicht in der Wüste. Achso. Aber du sagst, du warst schon öfter. Siehst du die Stadt Fazar? Würdest du sagen, sie liegt in der Wüste? Naja, es ist schon sehr warm hier. Also, und ich war noch nie in der Wüste. Was ist denn anders? In der Wüste wird es noch um einiges wärmer. Hier finde ich es noch ziemlich angenehm. Eine Abwechslung zu den kalten Luft der Berge. Vogel, keine Sorge. Wenn es zu warm wird und dein Körper die Hitze nicht erträgt, kann ich Firun bitten, dass er seinen Segen auf dich richtet und etwas kühler deinen Körper umspielt. Vielleicht hilft das. Seht ihr? Hilfreich. Das klingt natürlich sehr gut, aber ich muss euch sagen, also ich habe auch damals im hohen Sommer habe ich auf dem Feld gearbeitet. Da hat mir der Schweiß auch zu der Stirn gestanden. Nun, wir werden es sehen. Wie warm kann es schon werden? Ja, also viel wärmer als hier ja wohl nicht. Hier ist ja von schrecklich warm. Aber ich verlasse mich da auf euch. Nun, in der Alchemie gibt es wohl den Begriff Kohmhitze für Temperaturen, bei denen Wasser langsam beginnt zu kochen. Von daher. Nun ja, ist vielleicht nur eine Übertreibung. Ich denke nicht, dass uns das Wasser in den Adern kochen wird, wenn wir die Kurven durchqueren. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe allerdings auch noch nicht lange die Alchemie studiert. Ein Magus aus Kuntium hatte mir einiges erzählt und die Zeichen, die er zum Leuchten bringen konnte, fand ich faszinierend. Eine wirkliche Übertreibung ist das nicht. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Sonne am höchsten ist, die Hitze in der Kom ziemlich stark, weshalb uns auch gesagt wurde, dass währenddessen die Karawane Rast macht. Es ist kein Fortbewegen möglich während der Mittagszeit.